willkommen zu meinem neuen Food Haul. Wir haben heute Mittwoch, habe heute Supermarkt-Hopping gemacht. Ich war erst bei Penny, dann bei Aldi und dann bei Rewe. Ja, und am liebsten würde ich auch noch nach Globus. Da fahre ich morgen kurz hin, weil ich eh nebenan bei Smith Toys bin. Unsere geliebten Toffees holen, die ich nirgendwo sonst bekomme. Unser Wochenplan fängt heute an, am Mittwoch. Und da gibt's, ja, habe ich direkt runtergeschrieben. Aber wir wechseln da direkt, weil ich habe heute schon frischen Salat geholt. Deswegen gibt es heute Salat mit Mozzarella-Sticks und Camembert. Der Patrick wollte eigentlich Mozzarella-Sticks, aber die Rosalind mag keine. Deswegen habe ich jetzt noch extra diesen gebackenen Camembert auch noch geholt. Morgen gibt es dann Hamburger, denn da habe ich immer noch 4 Brötchen und 4-mal Fleisch-Patties vom letzten Mal. Also die hatte ich eingefroren. Da können wir dann direkt den restlichen Salat draufpacken. Freitag gibt es dann Bratwurst mit Kartoffelpüree und Bohnensalat, hat die Rosalind sich dazu gewünscht. Ich wollte Erbsen und Möhren machen, mag hier aber keiner. Am Samstag gibt es dann dieses Rahmgemüse, diesen Eintopf, wo ganz viel Gemüse, das ist wie eine Gemüsesuppe, würde ich es fast sagen. Da kommen Bockwürstchen rein, aber die Rosalind mag ja keine, also machen wir die wieder irgendwie extra. Am Sonntag mache ich kleine Schnitzelchen mit Rahmspitzkohl. Da habe ich ein richtig tolles Rezept für Rahmspitzkohl. Da nehme ich euch im Wochenvlog auf jeden Fall mit. Ganz einfach, nichts dabei, aber schmeckt super lecker. Und diese Rahmsoße kann man halt auf alles andere Gemüse ja auch anwenden. Am Montag habe ich Ofenlachs vom Blech aufgeschrieben. Da kommen Zucchini und Tomaten, Paprika, alles mit aufs Blech. Also da gibt es dann auch richtig Ofengemüse zu. Essen wir auch total gerne. Da mache ich dann Reis zu. Und mehr habe ich jetzt erstmal nicht. Ein Essen fehlt am Dienstag. Erfahrungsgemäß ist immer irgendwann ein Tag, wo wir doppelt essen können oder noch was bestellen, auswärts essen, wie auch immer. Das ist unser Wochenplan. Freue ich mich sehr und werde ich auf jeden Fall im Wochenvlog auch wieder filmen. Dann starten wir mal mit Penny, weil das war am wenigsten. Da bin ich als erstes hin. Das passte ganz gut, weil nach Rewe und Aldi hätte ich rechts gemusst und da gingen halt die Schranken vom Zug runter. Und links ist direkt Penny, dann bin ich dahin. Da habe ich mir erstmal Tulpen mitgenommen, denn gestern habe ich hier alles abdekoriert und habe mich schon so auf schöne Blumen gefreut. Lila und Flieder kosteten jeweils 1,99 €, super günstige Tulpen, die immer sehr schön sind, muss ich sagen. Da habe ich oft Glück. Dann waren diese Äpfel hier im Angebot 1 €. Wir nehmen hier immer ganz gerne die Pink Lady Äpfel, aber ich habe gedacht, im Angebot probieren wir die mal aus. Die sehen ganz gut aus. Die hatten wir auch schon öfter, meine ich. Dann hatten sie hier diese Mikrofasertücher von Spontex. Ich brauche eh neue. 6 Stück sind da drin, 2,99 €. Fand ich jetzt auch nicht zu teuer. Kann ich meine alten Lappen wegschmeißen. Der Patrick hat mich gestern gefragt, ob es auch einen Tee gibt zum gut schlafen. Habe ich dann jetzt gerade bei Penny direkt entdeckt im Angebot für 1,69 € von Messmart Schlafschön. Dann 2 Romana Salatherzen, die sind dann heute für den Salat und morgen für die Burger. 99 €. Die Rosalind gibt mir an, die hilft mir heute, die hat ja noch Schulferien. Dann habe ich 4-mal hier diesen Landliebe-Joghurt geholt, den mag die Rosalind so gerne. 3-mal Kirsche, 1-mal Erdbeer. Der war jetzt auch diese Woche im Angebot für 39 €. Dann habe ich 3 goldene Kiwi für 1 €. Camembert, das war so ein Resteposten für 2,22 €. Das sind diese Mini-Stücke, 6 Stück. Ich gedacht, das ist doch perfekt für die Rosi. Und dann gab es bei Penny Milka im Angebot, weswegen ich hauptsächlich eigentlich dorthin wollte. Denn Milka-Schokolade war jetzt ewig nicht im Angebot oder ich habe es verpasst. Aber eigentlich gucke ich ja immer. Diese Woche kamen bei uns auch überhaupt gar keine Prospekte, außer vom Kaufland gestern. Da war aber nichts Besonderes. Und dann habe ich bei Milka zugeschlagen, ein bisschen eskaliert. Aber die hält sich ja auch länger. Verschiedene Sorten, hier diese Oreo, die essen wir alle ganz gerne. Mit Joghurt habe ich ewig nicht gegessen, mochte ich früher total gerne. Diese Loufflé, Oreo White, essen die Kinder sehr gerne. Nosette mögen der Patrick und ich. Nimmt er auch gerne mit zur Dialyse. Und dann habe ich hier einmal Erdbeer. Diese hier, keine Ahnung, da sind diese Leibniz Kekse drin. Milka war 66 €. Habe ich ein bisschen zugeschlagen. Alles in allem habe ich 24 € noch was bezahlt. Das war dann der Einkauf bei Penny. Dann war ich bei Aldi. Da habe ich den Haupteinkauf gemacht. Habe bezahlt 72,79 €. Ich wollte eigentlich nur Mozzarella-Sticks holen. Habe mich dann irgendwie ein bisschen an der Tiefkühltruhe ausgetobt. Kaufen wir alles selten, deswegen. Einmal die Hähnchen-Minischnitzel für 3,99 €. Die essen wir hier einfach am liebsten. Deswegen hole ich gar keine frischen Schnitzel. Ja, hat mich hier dieser Party-Snack
diese Party-Snack-Kiste angelacht, habe ich gedacht, die können wir irgendwann mal als Abendbrot-Snack oder Filmabend-Snack oder so essen. 2,99. Dann habe ich hier Lachs. 5,49, ganz schön teuer geworden für zwei so Mini-Dinger Lachs. Dann habe ich hier noch so Iglo-Lachs-Fischstäbchen. Habe ich gedacht, die Kinder kriegen die dann, wenn wir den Lachs essen. Und dann habe ich zweimal die Mozzarella-Sticks für jeweils 1,89. Das war's an Tiefkühl. Dann haben wir einmal diesen fertigen Kartoffelpüree. Den isst die Rosalind hier ja am liebsten. Gestampfte Kartoffeln kommen hier nicht so gut an. Die Rosalind hatte sich hier so ein Mais gewünscht. Ich weiß gar nicht, doch, der ist schon vorgekocht für 1,39. Dass ich den mal im Opti-Grill mache. Mal gucken, ob das was wird. Dann habe ich hier den Spitzkohl. Achso, doch, habe ich gesagt, 1,9. Spitzkohl, 1,03 Euro. Der kostet hier irgendwie 99 Cent pro Kilo, meine ich. Dann habe ich eine Kohlrabi, die muss mit in diesen Gemüseeintopf. 69 Cent. Da habe ich die allergrößte genommen, weil wir da 400 Gramm brauchen. Ich glaube, das also sind, glaube ich, nicht 400 Gramm, aber ist nicht schlimm. Gurken waren im Angebot 69 Cent. Zucchini 72 Cent, ist auch eine ziemlich dicke. Dann habe ich für die Olivia hier so gefütterte Sneaker mitgenommen. Das waren die letzten, 4,99 kosteten die nur noch. Von der Olivia nämlich ein paar Turnschuhe sind ein bisschen eng. Da hat sie jetzt, aber da musst du natürlich erstmal anprobieren. Ich habe die jetzt, also da waren ja wie gesagt die letzten, die jetzt zu eng sind. Die sind 25, das ist 26. Probiere ich ihr gleich mal an. Die freut sich auf jeden Fall kaputt. Die liebt ja Schuhe über alles. Dann einmal Vollkorn-Sandwich, 1,49. Roma-Tomaten, 1,39. Gemischte Streusel, da sind Einhörner, Herzchen und so Gedöns drin, Blümchen glaube ich auch. 99 Cent, die hatten richtig viel Auswahl, auch Weihnachtsstreusel. Jetzt auf einmal, aber gut. Dann habe ich hier mal diese Brötchen mitgenommen. 65 Cent, das sind ja da die günstigsten. Die haben wir glaube ich noch nie gehabt oder schon ewig nicht. Da waren wir glaube ich noch ohne Kinder, wo wir die das letzte Mal gekauft haben. Dann einmal Kräuterbaguette hatte die Rosalind sich gewünscht. Ich weiß gar nicht, heute zum Salat wolltest du das? 99 Cent, also das hatte sie sich auch gewünscht, dieses Gefüllte. Ich wollte eigentlich so ein Ciabatta holen zum Aufbacken. Dann habe ich hier so einen Weichkäse, 1,59 essen der Patrick und ich eigentlich mal ganz gerne, haben wir ewig nicht gehabt. Dann habe ich für die Rosalind hier so eine Winterleggings in Schwarz für 2,99. Musste natürlich gucken, ob sie ihr passt, aber ich denke, die passt ganz gut und Leggings kann sie immer gebrauchen. Dann gab es hier noch so eine Hose, so eine Jeans in Dunkel für 1,99 reduziert. Auch für die Rosalind, muss sie auch anprobieren. Hier habe ich noch eine Winterleggings in Blau, eine Nummer größer. Die gab es nämlich nicht mehr in 134, auch 2,99. Einmal den griechischen Sahnejoghurt, möchte wieder mehr Müsli mit Joghurt essen jetzt im neuen Jahr. Mein Vorsatz. 2,19 Euro, so ein Riesenpott. Dann habe ich Eigenmarke Cola Mix. Ich kann jetzt nicht auf den, ich wollte Mezzomix sagen, aber es ist ja nicht. Eigenmarke Cola Mix, ein Sixpack noch im Auto für 2,94 Euro. Jeweils für 2,19 Euro habe ich hier mal so zweimal solche, keine Ahnung, ich sag da jetzt mal Ravioli zugeholt. Die sind ja so dreieckig und mit Käsefüllung. Sahen mega lecker aus. Ich gedacht, die mache ich auf jeden Fall mal. Sind ja jetzt in diesem Wochenplan gar nicht eingeplant. Entweder ersetze ich da irgendwas oder die machen wir dann halt nächste Woche. Und die Mini-Mautaschen haben mich auch angelacht. Die Kinder essen ja gerne Suppe, da können die super rein. Das essen wir dann mal abends. Auch 2,19 Euro. Dann haben wir 2 Kilo Möhren für 1,09 Euro. Wir haben nämlich keine mehr. Braucht für das ein oder andere Essen Möhren und die Rosalind isst ja auch Möhren gerne so. Geriebenen Mozzarella, 2,59 Euro. Wir nehmen am allerliebsten zum Überbacken, ob Auflauf, Pizza, Lasagne, egal was, am liebsten eigentlich Mozzarella. Auch für Sandwich-Toast nehmen wir am liebsten Mozzarella. Dann einmal meine Lieblingsmortadella für 1,29 Euro mit den Pistazien drin. Letzte Mal schon geholt und auch schon aufgegessen. Grobe Bratwurst, die wollen wir ja die Woche machen für 2,99 Euro. Da sind jetzt immer 5 drin, das finde ich ganz gut. Da waren sonst immer 4 und 4 finde ich etwas knapp. Himbeeren habe ich mir mitgenommen, 1,19 Euro. Die werde ich mir direkt morgen in meinen Joghurt machen. Dann habe ich noch für die Olivia diese Blinkschuhe. Waren auch so ziemlich die letzten. Auch reduziert auf 4,99 Euro. Die blinken, da wird sie sich kaputt freuen. Die sind aber allerdings noch eine Nummer größer, aber die sind ja auch nicht gefüttert, also eher nicht für jetzt. Viel größer als die anderen sahen die jetzt aber auch nicht aus. Und zweimal hier diesen Black and White Oreo Verschnitt Pudding für 99 Cent jeweils.
Dann habe ich einmal Kräuterbutter, 1,29. Da wurde unser Vorrat hier beim Raclette total vernichtet. Kinder essen das ja sehr gerne auf dem Toast. Bei Aldi gab es auch Milka im Angebot, allerdings für 79 Cent, nicht 66. Aber da gab es meine Lieblings-Milka-Schokolade noch. Die gab es bei Penny nämlich nicht. Das war der Einkauf bei Aldi. Und dann war ich ja noch bei Rewe. Ich hatte noch so 6 Sachen auf dem Einkaufszettel und habe auch nochmal 20 Sachen dazu gekauft. Ja, bei Rewe wurde es etwas teurer, habe ich 40 Euro bezahlt für so ein paar Kleinigkeiten. Bananen habe ich geholt, die sahen nämlich bei Aldi alle blöd aus, 1,11 Euro. Die Kinder hatten sich Bananen gewünscht und ich mit meinem Müsli und Joghurtkrams kann jetzt auch gut Bananen gebrauchen. Dann habe ich nochmal diese Mini-Dickmanns mitgenommen, die waren jetzt nämlich 30% reduziert, kosteten somit nur noch, also die waren ja im Angebot sowieso für 1,59 und dann, ich weiß es nicht, 1 Euro ungefähr. Dann habe ich einmal diesen Toastkäse, den essen wir für die Burger und der Patrick isst den auch so ganz gerne, 1,99. Kiris im Angebot bei Rewe für 1,39 in diesem Döschen und auch den Kiri in den kleinen viereckigen Teilen und auch Kiri Dippy, aber davon haben die Kinder letzter Zeit genug gehabt. Birnen, 1,79, gab es bei Aldi nämlich auch nur noch Bio-Birnen und die waren ganz weich. Dann habe ich eine Gallia-Melone gekauft. Die Olivia wünscht sich Wassermelone, aber ist ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch schon gesagt, ist eigentlich überhaupt gar keine Melonenzeit. Aber da die Olivia schlecht isst und Obst, ja, da sage ich halt nicht nein. Gallia-Melone, 2,29 Euro. Suppengrün im Angebot für 1,49 Euro. Und dann brauchte ich eigentlich Süßkartoffeln für meinen Gemüseeintopf. Gab es nicht, da habe ich jetzt mal Pastinaken genommen für 1,49 Euro. Zweimal Letter, 1,09 Euro im Angebot. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie lange die haltbar ist. Lange, bis Ende Februar. Wenn die im Angebot ist, dann kaufe ich jetzt immer direkt 2, weil die ganz lange auch nicht im Angebot war. Der Patrick wollte unbedingt mal dieses Y-Food ausprobieren, 3,99 Euro, ganz schön teuer. Dann habe ich zweimal den Ortli-Kakao für die Olivia. Wir haben zwar noch einen kleinen Vorrat, aber bei Rewe kostet der ja 1,99 Euro. Da habe ich mal 2 mitgenommen. Dolomiti-Eis habe ich für die Kinder mitgenommen, das ist deren absolutes Lieblingseis. Auch im Angebot, ich glaube, ist das Langnese oder Schöller, ich verwechsel es immer, ich glaube Langnese, ne? Da sind alle gerade im Angebot für 1,99 Euro. Zweimal der Tom und Jerry Joghurt für 79 Cent jeweils. Da stand 39 Cent Angebot dran. Das war falsch. Aber die Kinder essen ihn trotzdem ganz gerne. Macht also nichts. Ich habe mal Cornflakes gekauft. Hatten wir ewig nicht. 1,79 Euro. Es gibt bei Rewe keine Kelloggs mehr. Gar keine. Ich habe mich erst gewundert und dann hatte jemand anders nämlich nachgefragt. Und dann habe ich es gehört. Die haben keine Kelloggs mehr im Angebot, weil die zu teuer geworden sind. Getrocknete Tomaten, 1,39 Euro, die brauche ich zum Kochen. Die Samtmarmelade Kirsch ist hier die absolute Lieblingsmarmelade. Die war jetzt diese Woche im Angebot. Wir haben zwar noch, aber die packe ich jetzt erstmal weg, 1,79 Euro. Und dann habe ich ein paar Bonbons gekauft. Die sind momentan auch nirgendwo im Angebot, aber wir haben gar keine Bonbons, also nur Schokolade und Chips im Moment da. Einmal die Nimm 2 Lachgummi für 1,29 Euro. Dann von Hitchies die Schnüre und Drachenzungen waren im Angebot für jeweils 79 Euro. Die bunten Schnüre gab es leider nicht mehr. Hätte ich die auch noch mitgenommen. Und dann habe ich hier noch diverse Haribos für jeweils 99 Cent, 4 Tüten. Zweimal Active O2, einmal Kirsche und einmal Himbeere Cranberry für Patrick und für die Rosalind. Die mögen das ganz gerne. Auch im Angebot 99 Cent. Finde ich trotzdem ganz schön teuer für so eine Flasche Wasser. Aber die Rosalind hatte sich hier den roten Multivitaminsaft nochmal gewünscht. Den hatte ich letzte Mal im Angebot gekauft. Der kostet jetzt ganz normal, regulärer Preis 1,79 Euro, im Angebot 99 Cent. Also wenn die nächste Mal im Angebot sind, werde ich da ein paar mehr von holen. Und das war's. Ja, bei Rewe war es wirklich wenig für viel Geld, finde ich. Wenn man überlegt, bei Aldi habe ich etwas über 70 Euro bezahlt, bei Rewe 40 und bei Aldi habe ich die ganzen Klamotten und ja, 1000 Teile mehr. Ja, das war mein Food-Haul-Mittwochenplan. Ein XXL, ich eskaliere Neujahrs-Food-Haul, würde ich fast schon sagen, für meine Verhältnisse. Für die Mittagessen brauchten wir so, also gar nicht so viel. Ich bin dann so ein bisschen eskaliert. Ich hatte auch total geärgert, dass wir gar keine Angebote hatten. Man merkt dann auch direkt,
wenn man diese Prospekte nicht hat, dann geht man dahin, kauft überall was. Morgen gehe ich, wie gesagt, noch nach Globus, aber da hole ich wirklich nur unsere Toffee-Bonbons, weil ich da sowieso nebenan bin. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst mir Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr die neuen Videos nicht verpasst und ja, schaut auch gerne meine anderen Videos und meine alten Videos. Dienstags kommt jetzt immer mein Wochenvlog, da nehme ich euch auch ein bisschen mal ab und zu beim Kochen mit. Nicht jede Woche, aber ab und zu werde ich das auf jeden Fall mal machen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!